So, und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Yesterday Origins. Es ist ein Click-and-Point-Adventure von den Machern von Runaway. Also Runaway war schon richtig geil. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, wie das Game hier wird. Davon gibt's auch einen Vorgänger. Ich glaube, John Yesterday oder so oder sowas hieß der, glaube ich. Und ja, ich habe das Ganze hier recht günstig geschossen. Kann ich euch dann aber auch gleich eben dann erklären. Müsstest du ein Tutorial aktivieren? Nein, ich habe schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, wie das mit der Steuerung und so funktioniert. Wie das Ganze abläuft. Damit dann auch jetzt alles glatt geht und ich mich nicht noch eine Stunde mit der Steuerung jetzt beschäftigen muss. Weil so viel Click-and-Point-Adventures habe ich auf der PlayStation noch nicht gezockt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt noch einen Titel dafür gibt. Und ja, schauen wir mal rein in the Clip. Okay. Immer sehr epische Musik. Look, it's the Duke's son. No, that's Satan's son. Hang him from the gibbet! Die, heretic. Kill him. Yep. Dwellers of Villar de Fontenegra, behold the power of the Inquisition! No son of Satan will ever escape the wrath of God. Not even he who hides in noble garments. Kriegt er einen vom Latz? Es stirbt sich recht einfach, wie ihr vielleicht schon wisst. Shut up, you murdering swine! I'll give you good reason to squeal when I start torturing you. Ja, da sind wir auch schon. Nach der Steinattacke steht unser Kollege auf und scheint wieder topfit zu sein. Also mit dem linken Stick laufen wir, mit dem rechten ist halt dann so umsehen und mit X dann, ne, ganz normale Interaction. So, aber wie gesagt, ich habe mir das Spiel per Steam-Code gekauft und ja, ich denke mal, dass ich da dann dementsprechend einen Link unten in die Beschreibung reinknallen werde. Im Store kostet das Ding, glaube ich, 40 Euro und ich habe, glaube ich, jetzt komplett für 50 bezahlt, also sehr geiles Angebot und ich denke mal, ich werde das wie gesagt unten in der Beschreibung reintun, dann könnt ihr halt selber mal schauen, wenn ihr Interesse an dem Game habt. Du hast dieses Symbol noch nie zuvor gesehen, doch du erkennst es sofort. Heißt das etwa, dass du der Sohn des Teufels bist? So, wie gesagt, wir können uns jetzt, oh, Bierkrug, ob vielleicht darin ist, was? Ob vielleicht darin ist? Okay. Um deinen Durst zu lindern, leider wirst du das erst erfahren, wenn du dich dieser Kette entledigt hast. Heißt das nicht eigentlich, ob vielleicht noch was da drin ist? Ob vielleicht darin ist? Sehr, sehr gutes Deutsch. Schauen wir uns hier mal um. Baby! Schweinchen! Ja, es gibt dann, wollte ich gerade sagen, auch Bildchen, wo wir dann auch nochmal so ein bisschen ruminteragieren können, wie hier. Und dann, du solltest dem Keiler danken, ohne sein Geschrei würdest du immer noch schlafen. So, dann hast du hier, beim Gedanken an dem saftigen Schinken läuft dir das Wasser im Munde zusammen.
Wie viele Stunden sind seit deiner letzten Mahlzeit verstrichen? Fragezeichen. Hey, du trägst die gleiche Art von Ketten. Schimpft die Inquisition dich ein Schwein? So. Jo, dann müssen wir mal gucken, wie wir uns hier von den Ketten befreien. Was haben wir denn hier? Der Maske sind wir doch vorhin draußen rumgelaufen, ne? Heute Morgen sind die Wachen der Inquisition zu deinem Vater gekommen, dem Fürsten. Sie haben den Erlass der Inquisition verlesen, dass sie dich als Gefangene mitzunehmen haben und dir vorgeworfen werde, du seist des Teufels Sohn. Jemand hatte ihnen erzählt, du könntest jede fremde Sprache lesen, schreiben und sprechen. Dann zeigte dir dein derzeitiger Kerkermeister eine Kapuze mit Hörnern und dein Kreuzweg begann. Okay. Was haben wir hier? Mehr als einmal hast du dich beim Spielen in den fürstlichen Feldern an Brombeeren gestochen. Okay. Sollte deine Flucht scheitern, würde dich der gleiche Schmerz erwarten, nur 1000-mal stärker. Na dann. Na, ich wollte... Gut. Das ist das Banner der spanischen Inquisition. Du weißt noch, wie du diese Treppe dort von der Wache heruntergestoßen wurdest. Du weißt noch, wie du die Treppe heruntergestolpert bist. Du erinnerst dich noch an den Geschmack deines eigenen Blutes. Ubaldino de Malentunes, Kerkermeister, Folterknecht und Henker der spanischen Inquisition. Ja. Bier, wie kann die Wache so viel trinken, ohne sein Bewusstsein zu verlieren? Er scheint sich aber richtig zu geben, ne? Hier irgendwas gehört. Was ist das denn? Du könntest diese Eisenstange als Waffe einsetzen, wenn es hart auf hart käme. Erstmal dran gekommen. Du erinnerst dich, dass der Zimmermann deines Vaters einst ein ähnliches Instrument angefertigt hat. Doch welchen Zwecke dient es? Jo. Ja. Was haben wir denn hier? Okay. Aha. Was mit dem? Alonso, der Sohn des Kochs deines Vaters. Vor 2 Wochen verließ er das Haus des Fürsten, um sein Glück zu machen. Nun, wenn er irgendetwas gemacht haben sollte, dann gewiss nicht sein Glück. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet. Okay. Abmachen können wir ihn auch. Wo kam denn jetzt das her? Wenn du jetzt fliehst, wirst du für den Rest deines Lebens verfolgt werden. Bevor du also über jenes Seil dort kletterst, solltest du sicher gehen, dass dir dies nicht widerfahren wird. Okay. Obwohl er etwas älter als du ist, ist Pardon war also nur so groß und schwer wie du. Okay. Ja, haben wir schon. Eine kleine Rolle Pergament, seltsam schwer. So, gucken wir uns nachher mal an. Was haben wir hier? Du öffnest vorsichtig den Beutel, was sich darin befindet, muss mit Umsicht behandelt werden. Oh, ein Froschi, wie süß. Eine phytengranische Dämonkröte mit Drüsen auf dem Rücken, deren giftiger Schleim Halluzinationen hervorruft. Ah, das können wir noch in sein Bierchen reinklatschen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, sieht nicht danach aus. Also das war jetzt das Tischchen, das Pergament. Und wow,
uns kann man auch angucken. Ja, habe ich jetzt auch schon vergessen zu erklären. Das ist gewiss nicht der Arm eines Soldaten. Falls du dir vorgenommen haben solltest, am Leben zu bleiben, zuerst solltest du dich besser von deinen Ketten befreien. So, ja. Wie mache ich das? Ah, da, okay. L2. Was auch immer das sein mag, es ist durch das Loch eben gefallen oder geworfen worden und es ist schwer. Das können wir uns jetzt natürlich anschauen. Oh, der Sohn des Fürsten muss sterben, der Sohn des Teufels muss leben. Das ist Latein. Du hast nie gelernt, es zu lesen, doch jetzt kannst du es verstehen. Komisch. Das ist dann schon komisch, aber ich denke mal damit. Willst du mich jetzt verarschen? Okay, müssen wir erst so noch wegnehmen. So, aber jetzt können wir noch mal damit bestimmt die Ketten aufmachen. Du meinst, das könnte ein Schlüssel sein, also steckst du ihn in das Schloss an den Ketten und... Open! Können wir Schweinchen Babe auch befreien? Was ist, wenn der Keiler gefährlich ist? Das ist ein mörderischer Keiler, wenn du den entfesselst und er kein anderes Opfer findet, wird er dich angreifen. Okay. Ein Folterwerkzeug. Können wir das nicht nehmen? Doch. Schon sagen. So, nehmen wir das mit. Du könntest diese Eisenstange, ja. Dann nehmen wir sie auch mal. Aber. Hat sie gerade. Okay, hier können wir uns nicht so dementsprechend umschauen. Was haben wir hier? Altes Kupfer. Okay. Ah. Du erhitzt die Spitze, doch sie wird bald wieder es. Ah. Okay. Können wir ihn damit vielleicht aufwecken. Der Humpen, den die Wache nach dem Keller wirft. Das Innere des Zupfens mit dem Wanzen der Kröte ein, doch das würde zu lange dauern und die Wache könnte dich bemerken. Okay. Deine Ketten entledigt hast. Okay, dann wissen wir schon mal, wie wir ihn betäuben könnten. Okay, und dann nehmen wir mal den Krug. Wenn er den schmeißt, dann tauschen wir den aus. So, dann wollen wir die mal kombinieren. Aber wie kombiniere ich denn? Wenn du mit dem Gefängnis den Hupfen eintreibst und jemanden dann daraus trinkt, wird er von schaurigen Visionen heimgesucht werden. Warum solltest du so etwas tun? Okay. Was? Ich weiß nicht, warum sein Kopf jetzt da ist. Du nimmst all deinen Mut zusammen, bevor du deinen Kehrmeister ansprichst. Im Namen des Fürsten fordern. Mit Reichtum My name is Miguel de Castro, son of Don Alvaro de Castro, Duke of Fuentenegro. I order you in his name, set me free at once. Now,
you're in no position to give orders, Don Miguel. You can only have one father, and your ability to understand every language indicates that your true father is the devil himself. Hence, the Duke has disowned you before the Inquisition. Diese Neuigkeiten treffen dich härter als die Steine aus der Menge. Du hast alles verloren, dein Vater, deine Mutter, dein Zuhause, deine Kleider, deine Zukunft. Nein, du klammerst dich an deinen Willen und deinen Verstand. Reiß dich zusammen, doch du kommst hier schon noch raus. Im Namen des Satans bedrohen mit übernatürlichen Fähigkeiten locken, unschuldig betäuben. I am not Satan's son. I believe you, Miguel. I do. But unfortunately for you, my opinion is of no importance. Unlike the cretins in his superstitious village, I don't believe in the existence of God or the devil. Skeptisch. Gespräch beenden, um Gnade bitteln, Interesse zeigen. Trinken, Folter, Aberglaube, der Keller. You drink all the time. Why aren't you drunk by now? He who has soldiered long enough becomes immune to alcohol. And crab lice, for that matter, Don Miguel. There are things a man does to forget what he did today and face what he'll do tomorrow. Okay. Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no answer for. Like all prisoners, you'll hang on to a vain hope of survival. It'll take you hours to confess. With a little bit of luck, I'll get to use all my instruments on you. Freut sich richtig. Schraubstock, Eisenjungfrau, Kessel, Brett. How does the boot work? You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. Okay. That sarcophagus beside the door is an Iron Maiden, right? Yes. You put the prisoner inside and close the door very slowly. Oh, the agony is long and extremely painful. Alter, er freut sich richtig, ne? Also ich finde das richtig geil. There was oil inside the cauldron in my cell, wasn't there? The usual procedure is to boil the oil and then pour it over the prisoner. I prefer to combine it with metal funnels to fill his orifices. Yeah, Alter. There's a wooden board with holes in my cell. What's it for? It amazes me that you've never seen the stocks before. The Duke, your former father, must have used it on his vassals very often. Right. The head goes in the big opening, your arms or legs in the small ones. Then it's taken to the public square for public school. What else can you tell me about the stocks? Was kannst du mir über den Pranger erzählen? Well, the stocks is a free torture instrument invented by Sir Richard Stockman. He believes that torture is a common good, a space of possibilities that should be open to the community's creativity. This way, everyone can modify the prisoner's state by forking him or distributing his individuality over him, usually in the shape of fluids. If you take my meaning. Ja gut, danke für die Information. How does the boot work? Then? Hat er ja schon erzählt, ich weiß nicht, warum die anderen verschwinden. You said Villar de Fuentenegro is a superstitious village. As soon as the word spread that you can understand every language, your neighbors denounced you to the Inquisition. Why is there a hog in my cell? Like you. It awaits its turn to be tortured and judged. If only it were wait in silence. Prozesse gegen Tiere. How can the Inquisition judge an animal? This isn't the first time. Months ago, a bunch of termites were judged. They had eaten an altarpiece. The French Inquisition, on its side, got an org to confess a crime after torturing it for days. That really is crazy. Oh, the Inquisition is a magnificent craze. In any case, once you get to know my methods,
you will be sure I can coax a confession out of the most silent of stones. Ja, wenn man dann auch schon Schweine oder Termiten. Na denn, ja. Folter des Kailas. So then, you're going to torture a hog? I will admit, it's not as satisfying as torturing a human being. But we all must do things we don't really like. As soon as I finish with you, I'll start on it. Er freut sich schon richtig auf dich. But if the noise that the hog makes annoys you, how will you be able to torture it? It's true that the crying of a baby would disturb my dreams. But the cries of a baby being torn apart by my own hands would embellish them. Ja gut. Dankeschön. Why is there a hog? Haben doch gerade schon drüber gesprochen, oder? Das Verbrechen des Keilers, okay? What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild and ate him. That's murder, not sacrilege. Ah, were it only a murder, it wouldn't be judged by the Inquisition, but by your former father. The monk had just received communion, you see. According to the church, he had Christ's body inside him. So the hog received communion by eating the monk. And as we all know, taking communion without being baptized is a sacrilege. One common of demons. It's total foolishness, but ours is a foolish world. Ja. Sag ich mal nicht zu. Ich sehe da unten Skepsis, aber. Who was in my cell before me? A simpleton who satisfied his onanist impulses during vigil mass. The idiot couldn't understand what he was accused of. He didn't have a clue what to confess. Shame, really. Aber er bestimmt noch nichts gemacht hat, also. Naja. Der Inquisition melden, um Gnade betteln. Oh, for God's sake, have mercy on me. Why, a minute ago, you ordered me to obey you, and then if my soul had any room for mercy, it wouldn't be for you. Ja gut, denke ich schon mal. Then will be very happy to hear about your absence of faith. You'll be pleased to know that this is exactly why the Inquisition hired me. So many prisoners down here threaten me with their satanic powers. A superstitious man would have fallen prey already. Mhm.